Geht das jetzt? Das schaue ich mal nach, also irgendwie, ne? Ja. Was ist hier los? Jetzt habe ich wieder eine Aufnahme gehabt. Ey, das nervt sowas. Also kurze Erklärung. Ich bin gerade geflohen, habe eigentlich gedacht, ich habe das aufgenommen. Hab so ein Duty-Exos-Geld gefunden, konnte ich euch natürlich nicht beweisen. Ja, ich denke, wer die Suche wirklich spielt, der weiß schon, dass sowas ab und zu spawnt. Zumindest wenn man sich das einstellt, dass der Loot besser ist, dann gibt es auch mal ab und zu so eine Rüstung oder eben gar Artefakte, vor allem im späteren Spielverlauf. Ja, toll. Und wieder nichts, überhaupt nichts aufgenommen. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Mann, ey, Fraps hast du früher wenigstens gemerkt oder gesehen. So scheiße. Aber Fraps geht nicht mehr. Weil ich ja meinen Rechner zurückgesetzt habe. Also ich bin rausgekommen, es war auch nicht viel, das hätte ich im letzten Part noch mitmachen können. Ja, dann heißt natürlich jetzt gerade, der wird sich gemeldet. Hier, hey, cool, du bist rausgekommen. Ba, 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 Brain Squatcher ist kaputt, ja klar. Sorry, mal Schluck trinken. Ja, alle gehen jetzt unbedingt ins Zentrum der Zone und egal, ob es Loner, Duty und was weiß ich was sind. Und wenn du schnell bist, kannst du dich anschließen. Ja, da gab es eine Schießerei mit Duty und Freedom. Ich habe die Duty geflattert, deswegen habe ich eben die Waffen da noch und was. Bin jetzt hier, gehe jetzt zur Bar und verknüpft ein paar lose Enden. Ich glaube, den Loner-Hut bekam man Molonichin, ist ein Auftrag von Lukas sogar, kann das sein? Weiß ich gar nicht. Naja, werde da noch ein bisschen was machen und dann gehe ich kurz in diesen, wie heißt der andere? Vergessene Wald? Ja. Zu Crest, weil ich habe ja ohne Ende von diesen Anomalous Bison, der will 6 Stück davon. Kann ich ihm geben, überhaupt kein Problem. Darf noch nicht wieder alle verkaufen. Ja. Und dann will ich unbedingt bei Snitch auch ein bisschen was von diesen Art Military PDAs abgeben, die er ja haben will. Ich habe über 300 Stück davon. Man kann sie zwar nicht mehr zurückkaufen, so wie es früher war. Das haben sie anscheinend echt jetzt rausgepatcht. Oder eher, ich glaube, das ist ja echt nur einer, der das macht, dieser Technobank. Egal. Deswegen dauert es auch ab und zu, bis was Neues kommt. Aber kann man vollkommen zufrieden mit sein. Ist so dermaßen geil, dieses Teil. Ist ein Megamod. Man kriegt, glaube ich, trotzdem was extra. Also passt schon. Ich kann ihm ein, zweimal welche geben oder vielleicht sogar dreimal. Ich habe genug davon. Und es wird ja immer noch mal zu Begegnungen kommen. Es gibt ja hier einen A-Life-Respawn. Was noch? Ja, aber jetzt die letzten Typen noch. Da war noch mal einer, so ein unsichtbarer. Ja, das habt ihr jetzt alles verpasst. Scheiße. Ich kapiere es nicht. Naja, gut, also bis gleich. Und jetzt mal aufpassen, dass auch wirklich aufgenommen wird, ey. Wenn ich wieder die Aufnahmetaste reinhämmer. Das ist doch zum Kotzen, ist doch das. Ja, das würde die Radlis, naja, die interessieren mich nicht. Also bis gleich. Gehen wir erstmal zur Bar. Gucken, was wir im Rucksack haben. Was wir aufheben wollen. Und dann geht's zu Crest. Hä? What happened to our support? Let all know that Markmon is a coward and left us to die? Was ist denn jetzt kaputt? Habt ihr irgendwelche Sorgen? Weil ich nicht gleich mit euch mitgehe oder was? Was ist denn das jetzt für ein Schmarrn? Muss man jetzt unbedingt gleich mit rein? Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Bisschen komisch. Ah, doch, werden schon angezeigt, okay. Grün, jetzt sind hier auch wieder lauter Fritzen, okay. Ja gut, keine Ahnung, ich riskiere das jetzt. Ich meine, ich habe es ja gespeichert, ich habe ja auch notfalls noch das Hardsafe, wenn ich gerade rauskomme. Kapiere ich jetzt nicht so ganz, das ist ja wohl ein bisschen dummer Scheiß. Meet with a group of stalkers. Hätte ich also mit dem Chef reden sollen und hätte sagen sollen, ich bereite mich noch kurz vor oder was? Check ich nicht. Naja, ab zur Bar. Ich will erstmal zur Bar. Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Tschüss. Obwohl, das wahrscheinlich sinnlos ist, vor einer Chimäre davonlaufen zu wollen. Was ist das noch? Ach ja, natürlich, da soll ich ja, glaube ich, nur Leute umbringen, was ich nicht gemacht habe. Boah. Ich bin gerade vollkommen falsch gelaufen, ist das richtig? Fuck.
bin doch auch doof. Moment, erstmal schauen, wo will ich denn jetzt wirklich hin? Wo geht's denn da lang? Waldterritorium, neuer Eingang. Brauch's eigentlich nicht. Was ist denn hier? Hier ist noch ein Drescher, eine Tower. Eine Water Tower, in der Box. Können wir mal hingucken. Wenn wir eh jetzt gerade hier sind. Vielleicht ist da was Schönes drin und ich kann es euch beweisen. Okay, wo ist die Chimäre? Das andere ist einfach nur ein Zombie. Dumm wie Brot. Aber wo ist die Chimäre? Ich höre sie doch. Die wird mich gleich anspringen, wenn ich hier die Leute loot. Ja! Hä? Hat mich da nicht gerade was von der Seite angesprungen? Ja, klar! Wo ist denn die hässliche Kuh jetzt? Komm mal her, Mann. Du bist nervig, weißt du das? Schrei nicht blöd rum, sondern komm auch her. Da hinten ist sie. Dumm Sau, Dumme. Klauen. So, ich wollte eigentlich zu dem bescheuerten Turmmensch. Ja, also das ist immer so sinnvoll irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, bei dem Programm muss man echt aufpassen. OBS. Entweder muss einmal im Vordergrund holen, dass es auch wirklich klappt, weil ich hatte es noch nicht im Vordergrund geholt. Also irgendwas passt da immer nicht so ganz. Naja. Was bist denn du überhaupt? Du bist ja der, dem ich die geile Waffe abgenommen habe. Islamhände. Ja, ich muss mal zu den Wissenschaftlern, muss ein bisschen was verkaufen, auch von dem ganzen Schrott. Muss echt noch ein paar lose Enden verknüpfen, ey. Water Tower in a Box, das müsste oben sein, ey. Das nützt mir alles nichts, ich brauche die. Die Nachtsicht. Oder es ist ja ein Restlichtverstärker. Sieht man ja deutlich, wenn es nämlich saudunkel ist, sieht man gar nichts mehr. Dann nützt das nämlich auch nichts. Jetzt steht dieses Scheiß fast da voll im Weg, ne? Da ist es. Ey, gib mir her. Oh ja, warum denn nicht? Sechsmal Seele. Ich kann ja bessere Seelen noch draus machen. Warum denn nicht? Gar nicht mal so schlecht. Weiter geht's. Ab nach unten. Ab zur Bar. Ja, weiß nicht, was das sein soll hier mit Let Everybody Know That Mark Bond is a Coward. Ist das neu? Ist das jetzt wirklich so? Habe ich jetzt einen Scheißruf, weil ich gegangen bin? Oder ist es einfach nur ein bisschen dummer Funkspruch und ich mache gar nichts? Dann mal rausfinden. Wenn es nämlich wirklich eine Auswirkung hat, dann muss ich natürlich das nochmal anders machen. Muss ich vielleicht wirklich was mit den Idioten nach Pripyat. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, ist ja auch egal. Ich kann ja in der Soup wieder zurück. Ist ja wurscht. Das klang ja nach... Tuscanos. Aber egal, interessiert mich jetzt gerade nicht. Tuscanos, tut mir leid. Da dürfen auch noch welche sein. Oi, Leute. So. Ja, also gerade spawnt alles richtig. Wird auch richtig im Radar angezeigt. Der Bug ist auch noch raus. Ja, okay, passt. Ab und zu ist es
immer noch nicht so ganz richtig, aber ja, im Groben und Ganzen stimmt's schon. Ja, gehen wir hinten rum. Okay, bis gleich. An der Bar, mal gucken, welche Enden wir da verknüpfen können. Ach, so ein Scheiß, ehrlich, dass ich den Anfang gar nicht gesehen habe. Das ist schon zum Kotzen, ist das. Ich kapier's nicht. Was das immer. Ja, vielleicht muss man es echt in den Vordergrund holen. Kann das sein. Bis gleich. So, jetzt hoffe ich, dass er auch wirklich aufnimmt. Ja. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, aber ich muss mal darauf achten, ob das wirklich daran liegt, dass man es kurz zurückholen muss. Ja, jetzt haben wir natürlich jede Menge Starter, bis wir endlich an der Bar sind. Weil er jetzt hier alle Leute laden muss. Das bringt jetzt auch wahrscheinlich wenig zu rennen. Wir sollten vielleicht lieber einfach laufen. Und das wird nichts. Und dann gehen wir schlafen bis morgen früh und dann gehen wir zu Crest und dann gehen wir auch alles Mögliche noch machen, aber mal noch nicht unbedingt nach Pripyat. Ich hoffe, dass man, wie gesagt, ich hoffe, dass das nichts macht, wenn es ja was macht. Ich habe ja mehrere Saves. Muss ich mir ein anderes. Komm jetzt. Muss ich mir ein anderes laden, weil dann vielleicht liegt es da dran, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, der Duty-Punkt wird nie wieder besetzt. Das ist schon auch ein bisschen komisch, ne? Ja. Jaha. Ist gut jetzt. Weiter geht's. Mein Gott. So. So richtig krass ist es halt nur, wenn man das erste Mal die Bar betritt. Ich meine, die ist immer nicht schön, aber die ist halt richtig krass beim Betreten. Da fällt mir schon wieder was ein. Da hinten ist doch Saha. Muss ich auch noch machen. Die Jäger. Oh Mann. Oh, lauf mal ein wenig zu, Junge. Du bist zu langsam. Also nicht ich, der andere Knallkopf da neben mir. Oh, Waffe weg. Jetzt gucken wir mal in unsere Kiste rein, was wir alles noch brauchen überhaupt. Ja, ich habe gerade gedacht, es sah komisch aus. Okay, ich habe tatsächlich es angehabt. Kein Wunder, dass ich so eine Überblendung hatte. Teilweise bei Licht. Gut, gehen wir runter. Was denn du hier gerade? Ist ja eine ganz neue Sitten, dass ihr da runterlatscht. Arnie, ein Loner. Aha, wer bist du denn? Ach, du warst der hier auch draußen, glaube ich, ein bisschen rumgelatscht ist, ne? Keine Ahnung, was du für ein Knallkopf bist, aber wird schon passen. So, habe ich jetzt diese Night Shift schon drin oder nicht? Also alles andere müsste ich sogar schon drin haben. Da, die Night habe ich auch schon drin. Winter's Night. Ansonsten die Farmers Prototyp, habe ich den schon drin? Ja, habe ich auch schon. Gucken wir uns mal noch die anderen an, die Vintores. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe alle. Ja, da habe ich eben, wie gesagt, ja, drei Stück habe ich mir extra aufgehoben, weil ich gewusst habe, ich habe die für irgendwas gebraucht, aber waren immer noch zu wenige, ne? Verkaufen wir den. Ja, wir behalten ihn mal, weil ich glaube... Weil ich glaube, man sollte auch einen Duty mitnehmen. Und dann hätte ich wenigstens einen übrig, weil den anderen fülle ich ja sowieso, den Banditen-Exoskelett und das neutrale Exoskelett. Muss ich auch noch machen, Akim. Naja. Hier ist die Special Shaft, genau. Auch die haben wir schon. Ich denke, wir haben es alles. Ja. Was ist das für ein Schrott hier? Das war meine ganz normale... Ah, tatsächlich, ist eine andere. Bison Cobra. Aha. Ja, nice. Was ist denn das? Ach, die ist umgerüstet auf NATO-Munition. Stability during firing. Bla bla bla, das ist ein Left. Keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz normal, ich verstehe jetzt den Unterschied nicht so ganz, egal.
Also, du kleiner Knallkopf. Drehst du dich mal um? Hey, Barkeep. Barkeep. Danke. Mein Gott. I'm here for the job. Kill the Lone, bekam ein Monolithien. Hab ich gemacht. Krieg ich eine Aria Vintores dafür. Na, warum denn nicht? Erstmal traden ein bisschen, ja. Ich habe hier, ach so, wieso soll ich das mit dir machen? Du bist ja nur neutral. Vergiss es, das verkaufe ich alles einem Freund. Nata-Munition kriege ich auch bei der Freiheit. Die sind auch meine Freunde. Besser. Oh, was ist das hier? Maschinengewehr-Munition, ne? Ja. Heavy Machine Gun MG42. Gib her, vielleicht finde ich es diesmal mal. Ich habe es die letzten Male mal ja verkackt. Okay. Aber damit ich dir das nicht geben muss, gebe ich dir wenigstens eine von denen. Ach du Scheiße, ist die kaputt. Ja, die ganz kaputte kannst du mal haben. Bitteschön. Muss ich dir wenigstens nichts bezahlen, sondern kriegst sogar noch was für die. Von dir, was? Ach so, natürlich. Ich habe über zu 1.250.000. Deswegen habe ich jetzt gerade... Ja, alles gut. Destroys a Group of Bandits, habe ich das gemacht? Nein, ich will nichts purchasen. Ja, Mark One. Beim Außerteilen habe ich noch nicht gemacht. Nightstar habe ich doch gemacht. Ich habe doch einen, sogar im Inventar direkt. Genau, F1-Granate habe ich dafür gekriegt. Gut. Ich baue noch einen Shop. Hast du noch was? Kill the Loner. Loner sind eigentlich neutral zu mir. Nee, das lassen wir mal weg kurz. Feral Cat kann ich machen. Habe ich sowieso dabei. Job. Meat Chunk habe ich bestimmt auch. I'm here for the job. Find a Feral Cat. Habe ich gemacht. Army Medkit, Anti-Radiation Drugs. Ich könnte ja ein paar Anti-Radiation Drugs verkaufen, ne? Mal ganz ehrlich. Meat Chunk habe ich auch gemacht. So, weil Trade. Ich würde gerne auf jeden Fall das Meat Chunk von dir wiederkriegen. Das Nachtstern eigentlich auch. Auch wenn es leider ein bisschen was wert ist. Ja, scheiß drauf. Ich habe genug Geld. Ich verkaufe dir jetzt mal ein bisschen von dem ganzen Blödsinn hier. Oh, ich habe 100 Wodka. Ich sollte sowieso mal wieder zum Quartiermeister, glaube ich, ein bisschen gehen, ne? Wäre eine coole Idee. Jadulin, ja, weiß ich nicht. Das war doch auch so ein Zeug, was dich schneller oder besser machen soll. Das kann ich dir verkaufen, so ein Blödsinn brauche ich doch nicht. Das ist deswegen wegen Anti-Besowski. Das bräuchte ich vielleicht sogar ein bisschen. Aber dieses Zeug brauche ich nicht. Das genau. Brauche ich nicht so viel. Ich habe sowieso noch eine Kiste davon ohne Ende. Amphetamin. Brauche ich auch nicht, danke. So, wo sind jetzt die Anti-Radiation-Drugs? Die brauche ich zum Beispiel auch nicht so viele. Kann ich den mal verkaufen? Bin ich blind? Da! Ich über 300 Stück, wenn ich es gerade richtig sehe oder so. Also, Junge, vergiss es einfach. Viel Spaß, ich brauche keine Strahlenmittel mehr. Oder? Sehr wenig. Vor allem, weil ich ja eh meistens dafür einfach ein Medkit nutze. Ein Scientific oder einen Light. Oder selbst wenn ich die Russenration fresse, zählt die genauso. Hier. Viel Spaß, danke, ciao. Flash, Tuscano, ja okay, machen wir später, danke, ciao. Snitch, du Knallkopf. I need a job, okay. Military PDS, ne, warte mal. Help people, kill out people, sell their stuff. Ja okay, ist klar. Hier, was ist mit deinem Military PDAs? Yes. Hier. 40. Genau, ich kriege nämlich dafür sogar Isomorphic-Munition anscheinend. Und ich habe eben das Versteck gekriegt. Geile Aktion. Hier, still looking for Military PDAs? Hier, ich habe nochmal welche für dich. Bin ja gar nicht so. Jetzt kriege ich jetzt eine SG Necro. Jetzt kriegt man nämlich immer noch Waffen und... Das für den Versteck, ja? Also das ist geil, muss ich sagen. Ciao. Machen wir später weiter, ne? Gut. Ich habe nichts, was ich da reintun müsste, doch. Die andere Cobra. Die zweite Cobra. Ja,
andersrum, die Bison Cobra einfach, die hatte ich ja noch gar nicht. Hier, bitte rein damit. Gut, Axu ist drin, alles, kann man alles verkaufen. Military PM kann ich mir einmal aufheben, aber nicht tausendmal. FN57 müsste ich sowieso drin haben. Die Stetschkin müsste ich alle mal zu Dingsbums bringen, sag schon, wie heißt der denn? Raven. Ansonsten. Jetzt mal kurz gucken, habe ich wirklich die FN57, aber normalerweise habe ich die. So, MP43, oder? Ja, Sturmgewehr 44. Geiler Scheiß. Also meine Kiste ist viel zu voll, ist klar, wissen wir ja. Man kennt mich, man mag mich oder man hasst mich. Exoskelett, ja, welche ist denn jetzt das Neutrale? Irgendwo habe ich auch noch eins von Banditen. Ja, das war das Neutrale wahrscheinlich sogar. Und wo ist dann das Bandit-Exoskeletten? Also so eine brauche ich auch noch für ihn, das ist klar. Das K10. Das sollte ja nicht das Problem sein. Hier, FN57, hier ist er irgendwo, oder? TT. Da, FN57 ist auch drin. Ja, eine Bagheera oder sowas. Ja, ja, alles gut. Brauchen wir alles nicht. Und das ist die Beretta. Jo, okay, danke, ciao. Brauchen wir alles nicht. Wir gehen verkaufen. Bei Petrenko, vielleicht habe ich von dem sogar noch einen Auftrag. Ich glaube aber eigentlich nicht. Nachtstand habe ich mir zurückgeholt. Sag mal, kriege ich eigentlich Strahlung ab? Nö. Nö, sowieso nicht. Obwohl ich lauter Scheiß bei mir mitten im Inventar habe. Ja, das wird jetzt praktisch nur eine Nachbereitungsfolge. Ist natürlich, also, aber trotzdem auch nervig, dass ihr den ganzen Anfang nicht gesehen habt. Wie gesagt, es gab nicht viel zu sehen. Ich habe meine andere Waffe genommen, hier meine, hier, ne? Nee, nicht die. Die mit Freund Feind absehen, die lustige. Und dann bin ich hin. Hab zwei, drei ausgeknurrt. Die anderen haben sich sowieso selber noch erschossen. Okay, wunderbar. Dann bin ich runter bei den anderen gewesen, bei der, wo eben dann eine Schießerei stattfindet zwischen Duty und Freiheit. Das habt ihr komplett verpasst. Ja, ich habe die halt geflattert danach. Klar. Ja, und jetzt haben wir dann gesehen, dass ich sogar noch einen komischen Funkspruch gekriegt habe. Also das verstehe ich nicht so ganz. Sind aber alles nur meine Freunde. Also von wegen hier, let everybody know that he's a coward, verstehe ich nicht. Und der Händler Sjak anscheinend muss dann später den Code haben für die Tür. Wegen Ivanzov. Come over here then. Ja, ja. Hi. Kamerad, ich hab was für dich. Was ist denn das hier? Ach ja, klar, Munition. Nein, die da meine ich. Lohnt sich's? Nö, du, lass mal. F1-Granaten habe ich relativ viele weggeballert. Habe ich aber auch wieder gekriegt. Aber auch von denen. Ich könnte mir wieder ein paar Menü kaufen. Müsste ich eigentlich mitnehmen können. So, bitte viel Spaß damit. Du bezahlst mir wenigstens ein bisschen mehr dafür. Auch ist süß. Die ist ja voll im Arsch, aber du bezahlst mir trotzdem noch was. Auch nicht schlecht. Negro müsste ich schon haben, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Deswegen Stopp. Farmers Prototyp habe ich definitiv. Und hier, die Colt habe ich, ich weiß nicht wie viele Millionen mal. Da bezahlst zwar nicht so die Welt dafür, aber ich glaube auch die Freiheit bezahlt nicht mehr. Ich habe gedacht, die Freiheit bezahlt mehr, aber es liegt echt nur an Freundschaft oder neutral, glaub. Also gut, 78.000, jetzt, Alter, das wird einfach nur noch krank langsam, mein Geld. Vintores. Dann hier die SVU, die hatte ich eh dabei, passt schon, die AK-47 weg damit. Und jetzt aufpassen, die nicht weg, aufheben erstmal. Special Expert Chef, die können weg. So, das kann weg, das kann weg. Dann haben wir hier zu viele von diesen Military PMs. Die sind aber sogar was wert, lustigerweise, wo es normale PM eigentlich sind. Ne? Mal schauen, die guten heben wir mal auf. Zwei Stück. 409, die ist so ganz gut. Ist halt jetzt einfach nur eine Nachbereitung. Ja, sorry. Gehört auch dazu, finde ich. Hey! Oh, jetzt habe ich den scheiß Werkzeugkasten in die Hand. Das wollte ich jetzt nicht wirklich. Die Stagekin wollte ich noch loswerden. Ach, da war ja was. Wie viel Kapazität hast du eigentlich? Steht nichts drin, wa? Weiß gar nicht mehr, welche hatte mehr, die FN57 oder die... Och, frag mich einfach was Leichteres. Ja, aber anscheinend kann ich immer noch genug von dem Scheißdreck hier mitnehmen. Bitte, nimm hin. Ich brauche keine 500 VOG-Granaten. Was soll ich denn damit?
kann ich höchstens als Analplug verwenden. Wobei brauche ich auch keine 500 Stück. Könnte ein bisschen schwierig werden. Komm jetzt. Boah, ewiges Geklicke, das nervt ein bisschen. Aber selbst wenn ich es jetzt einzeln rüberziehe, kann ich nicht auswählen, dass wie viele davon ich verkaufen will, sondern ich würde die dann auch nur nach und nach verkaufen. Das ist etwas nervig. Naja. Ford fährst der Helm Löfste, haben sie gesagt. Hey! So. Nimm den Sheet. Ach ja, ich bin schon lange wach. Gut, haben wir das. Dann würde ich sagen, geht's jetzt zu Crest. Gewichtserleichterung? Naja. Wir könnten ein bisschen Munition loswerden, ist klar. Sollten wir vielleicht auch noch machen, aber im Moment ist es erstmal egal. Wir sind erstmal die 50.000 Waffen los. Ist okay, wo ist denn die Wandsoff jetzt überhaupt? Ach, da latscht er wahrscheinlich gerade rum. Ja. Okay, ich habe deine Tür gefunden, aber komme ich noch nicht rein, tut mir leid. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im wilden Wald. Nee, der wilde Wald ist was anderes. Ich gehe mal in Richtung Crest, ne? Okay. Get out of here, Stalker. Ja, ich bin doch schon dabei. Den Spruch, den haben sie jetzt aber auch wieder schneller drauf, ne? Der war früher nicht so. Wenn du kurz drin warst, haben sie nicht gleich angefangen, dich voll zu labern. Alter, was ist denn hier noch los? Oder habe ich die ganzen Hunde echt schon immer hier gehabt? Ah, wird schon so sein. Ja, weiß, der Hund ist eine Fieberanomalie. Ei Knopf. So, los. Ui, da hinten sind aber schöne viele Hunde. Leck mich. Könnt ihr aber auf den zulocken. Mal sehen, wer überlebt. Ah, der ist gut. Der ist gut. Der knurrt sich alle um. Schlecht. Scheint ein ganz schöner taffer Fritze zu sein, hä? Der Rest haut ab. Ha! Haut der mich jetzt aber nicht die Hundeschwänze nehmen? Erstmal nicht. Weil dann war alles normale Hunde, war kein Pseudo dabei, ne? Naja gut, ich habe genug Hundeschwänze, was soll der Blödsinn? Ciao. Bis gleich. Ja, das ist wieder 1A Matze. Einmal macht er ein Video, was viel zu kurz ist und dann nächstes Mal macht er nur eine kurze Nachbereitung, die dann gleich wieder eine halbe Stunde ist. Also, dann machen wir hier Schluss. Da kommen schon wieder lauter Hunde, leck mich doch am Arsch! Alter. Da kommen schon wieder lauter Hunde, die können mich auch mal. Wir machen hier Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part. Im vergessenen Wald. Ja. Beim nächsten Mal im vergessenen Wald. Bei Crest. Wie gesagt, gibt mindestens einen Quest. Ich weiß nicht, ob man die andere gleich auch noch im Anschluss machen kann sogar. Ich hoffe, dass das jetzt, wie gesagt, keine Auswirkung hat mit diesem komischen Funkspruch da. Wenn es doch eine Auswirkung hat, müssen wir tatsächlich zurück und müssen erstmal mit den Fritzen nach Pripyat. Können wir ja auch machen. Will ich aber eigentlich nicht, weil, ich möchte erst mein Zeug soweit fertigstellen, bevor ich nach Pripyat gehe. Und es ging eigentlich immer. Es wäre ein bisschen saudumm, wenn es jetzt nicht mehr geht. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Auch wenn ihr jetzt den Anfang verpasst habt, praktisch, wo ich wirklich rausgekommen bin. Doof. Weil irgendwie, ich muss darauf achten, dass ich da wirklich mal einmal kurz das Programm im Vordergrund hole, dass es sich als wirklich aktiv auch kapiert. Und dann, keine Ahnung, trotzdem Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part im vergessenen Wald. Ach, auch nochmal neue. Le Zombies. Oh, hab ihn ja gar nicht erwischt, Mann.
Fuck, Toscano, hau ab, Mann. Leck mich doch. Was ist der andere noch? Halt doch ab jetzt. Mann. Bis dann.